Wenn die Schiffe nach großer Fahrt den Hafen anlaufen, dann gehen die Matrosen an Land und hoffen auf ein kleines Glück. Ist der Weg eines Menschen vorbestimmt? Diese Frage stellt der Film Straße der Verheißung. Die Geschichte des Matrosen Joe, der dem Zufall die Entscheidungen überlässt. Wo gehen wir hin? Nirgends. Das heißt, wir gehen schon wohin, aber nicht zusammen. Ich muss wieder arbeiten. Im Mantel? Nein, ohne Mantel. Oh, die Fabrik besichtige ich. So begann die Bekanntschaft des Matrosen Joe mit der Tänzerin Nina. Wäre ein schöner Anfang für eine Liebesgeschichte. Und wer hört sie auf, Nina? Ist der Mensch machtlos gegen das Schicksal? Was wäre, wenn der Zufall anders für Joe entschieden hätte? Da kommen Sie doch. Ein aufregendes Spiel mit einer Schicksalsfrage. Was wäre, wenn? Ich könnte natürlich auch als Mechaniker in einer Fabrik arbeiten, aber nein, mache ich nicht. Und weißt du warum? Wohin führt die Straße des Lebens, wohin? Oft fragst du vergebens nach Ziel oder Sinn. In endlosen Fernen sucht mancher sein Glück, doch nicht in Straße der Verheißung. Ein ungewöhnlicher und kühner Film. Jeder Mensch steht einmal vor einer Frage, die für ihn zum Schicksal werden kann. Für welchen Weg wird sich der Matrose Joe entscheiden? Der eine führt zu der Tänzerin Nina. Bitte lass mich nie wieder los. Oder erwartet ihn das Glück bei der schönen Valentine? Ich bin kein Mensch, der warten kann. Das macht mich krank, weißt du, das Warten. Na dann weinen Sie sich doch nicht bei mir aus. Tun Sie doch was. Nehmen Sie sie weg von hier. Man muss doch mal einen Spaß haben, ne? Man kann Jugend auf die Dauer nicht durch Geist ersetzen. Das ist tragisch, glauben Sie mir. Sind das die Mädchen, zu denen du gehen wolltest? Vielleicht. Zu welcher? Interview mit dem Zufall. Was wäre, wenn? Schicksal oder Fügung? Ein Film ohne Vorbild. Ein Film, der eine echte Frage stellt. Was wäre, wenn? Ich werde dir sagen, was gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Sie erfahren es in dem Film Straße der Verheißung.